Zum bereits 209. Mal jährt sich am Mittwoch der Todestag des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer. Weit mehr als 1000 Schützen aus dem historischen Tirol erinnerten am Sonntag bei der großen Andreas Hofer Landesfeier in Meran an den Sandwirt. Landeskommandant Elmar Thaler kritisierte in seiner Begrüßungsrede unter anderem die überbordenden Gesetze, die ausufernde Bürokratie und die Schikanen gegenüber Betrieben. Thaler forderte auch auf, einen Blick auf die Geschichte zu werfen, als Tirol noch eins war und Südtirol nicht vom italienischen Staat abhängig war. Schützenlandeskurat Pater Christoph Waldner zelebrierte den Wochgottesdienst am Fuße des Hofer-Denkmales. Landesbäuerin Hiltraut Erspamer sprach in Vertretung aller Vereine und Verbände des Landes und erinnerte an Andreas Hofers Charaktereigenschaften. Der unvergessene Freiheitskämpfer aus dem Passaiertal könne auch heute noch Vorbild sein. Z-Miss Südtirol Felicia Gamper würdigte Andreas Hofer in ihrer Gedenkrede. Der Freiheitskämpfer habe den Antrieb gehabt, dem Land Tirol zu helfen, sowie Kultur und Tradition, aber auch den Glauben und die Sprache zu bewahren. Mit einem Ziel vor Augen könne man Großes leisten, meinte die Marketenderin der Schützenkompanie St. Pankraz. Warum hast du dich dazu bereit erklärt, hier bei der Andreas Hofer Feier im Meran die Gedenkrede zu übernehmen? Also ich bin selber bei den Marketenderin, halt bei den Schützen, als Marketenderin in St. Pankraz. Und dann haben sie mich heuer gefragt, ob ich mit da. Und ich habe mir gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, mal meine Meinung auch zu äußern. Was bedeutet für dich Heimat? Also wie gesagt, Heimat bedeutet für mich einfach ein Ort, wo man daheim ist, wo die Familie ist, wo Freunde sind. Auch für mich ist es auch Südtirol da. Also die Berge, Natur, das ist alles was zusammengehört. Was ist Andreas Hofer für dich persönlich? Ein Freiheitskämpfer, der ganz viel für unser Land getan hat. Die Musikkapelle Diesens umrahmte die Veranstaltung musikalisch. Nachdem die Ehrenkompanie Meran eine exakte Ehrensalve abgefeuert hatte, wurden am Andreas-Hofer-Denkmal Kränze niedergelegt. Verdiente Schützen aus Süd- und Nordtirol erhielten nach der Gedenkfeier im alten Meraner Kurmittelhaus Verdienstmedaillen in Bronze und Silber.